Level up bei Banshee. Oh yeah. Eben noch schnell PvP um die Ohren gehauen. Und jetzt hole ich mir Loot ab. Ich hoffe echt mal, dass jetzt wieder ein Abzeichen kommt oder sowas. Weil immer nur Waffen und seltsame Münzen und Lichtpartikel brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche Abzeichen. Ich will Mal sehen, Abzeichen was haben. ich mache. So, mal gucken, was ich bekomme. Okay. Die Waffe habe ich noch nicht. Die sieht interessant aus. Gleich mal gucken, was die für Perks hat. Wiedersehen. Bis bald. 289 Lichtlevel. Ja. So, die Kumaratok HC4. So sieht sie aus. Gucken wir uns mal die Perks an. Hier erstmal die einzelnen Fokussachen. Schneller Zug, OV, Standardvisier, ein leichtes Design, gut für die Rückstoßkontrolle. Dann fixer Zug, OV, bewegliches Visier, blitzschnelle Handhabung und sicherer Schuss, OV, Schnappschussvisier. Hervorragende Handhabung, fantastische Zielerfassung. Hört sich alles sehr toll an. Ja. So, als zweites haben wir hier Mulligan. Fehlschüsse haben eine Chance, dass die Munition direkt ins Magazin zurückwandert. Auch sehr gut. Dann hier Einpunktschlinge. Wechsle Waffen schneller, bewege dich schneller, während du zielst. Dann hier verstrebter Rahmen. Erhöhte Stabilität, reduzierte Magazingröße. Und hier Icarus, verbesserte Präzision, wenn du dich in der Luft befindest. Ja, eher nicht so gut, also brauche ich nicht. Und hier umzingelt. Diese Waffe verursacht Bonusschaden, wenn drei oder mehr Gegner in unmittelbarer Nähe sind. Nicht ganz okay. Das ist die Kumakadok HC4 bekommen mit Banshee Rang 14. Ja, so sieht's aus. Ja. Besser als nichts, würde ich sagen. Besser als nichts. Cool. Ist irgendwas an der Poststelle gelandet? Nein, ist nicht. Ja, mir wollte ich gar nicht zeigen. Schnelles Ding. Rang 14, zieht es euch rein. Ich bin wieder raus. Was denn?